Willkommen zur künftigen Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir, ob vielleicht Bitpanda die perfekte Börse für dich ist. Viel Spaß beim Schauen. Heute geht es in unserer Videoserie mit Bitpanda weiter. Gleich vorneweg, Bitpanda ist mehr als nur eine Kryptobörse, denn du kannst ja auch in Aktien, ETFs, Kryptoindizes und Edelmetalle investieren. Heute fokussieren wir uns aber nur auf Kryptowährungen. Wie du hier siehst, läuft hier auch gleich so eine Demo von der App. Die App ist sehr anwenderfreundlich, sehr übersichtlich und vor allem auch in Deutsch. Natürlich aus dem Grund, weil Bitpanda aus Österreich ist. Weiter siehst du hier auch, dass sie 96 verschiedene Kryptowährungen anbieten. Das ist schon eine ganze Stange. Warum ich aber Bitpanda nicht mehr nutze, das möchte ich dir später verraten. Jetzt verrate ich dir, warum ich mich damals für Bitpanda entschieden habe. Und zwar aus dem einfachen Grund, natürlich, weil sie einiges an Kryptowährungen bieten, auf Deutsch sind und zusätzlich auch noch so einen kleinen Steuerreport anbieten. Und Steuern waren am Anfang einfach das, was mir Bauchschmerzen bereitet hat, und so dachte ich mir, dem kann ich entgegenwirken. Inzwischen weiß ich, dass es hierfür verschiedene Tools wie zum Beispiel Cointracking und Accounting gibt. Falls du hier auch noch so ein Tool brauchst, unten in der Videobeschreibung findest du Links mit einem Rabattcode und da kannst du ein paar Prozente sparen und ich behalte eine kleine Belohnung, falls du dort irgendeinen Plan kaufst. Wir schauen jetzt natürlich weiter, und zwar gibt es hier die Möglichkeit zu investieren. Und das ist wohl das A und O. Und du siehst, du kannst hier ab 1 Euro investieren, wobei natürlich 1 Euro nicht wirklich viel ist und du auch hier nur ein Minimum von 25 Euro aufladen musst, um hier überhaupt loslegen zu können. Und hier sind wir auch bei dem Punkt, wo ich sage, aus dem Grund habe ich mich distanziert. Und zwar verlangen die eine Gebühr beim Kauf von 1,49% und beim Verkauf von 1,29%. Und diese Gebühren sind im Vergleich zu den ganzen anderen Börsen einfach viel zu viel, und deswegen investiere ich hier einfach nichts, weil ich natürlich auch kein Geld zum Verschenken habe. Weiter siehst du, dass sie hier eine Karte anbieten. Dazu gibt es später ein paar mehr Details, und du siehst auch noch hier, dass du gefühlt alles in alles tauschen kannst. Du kannst Sparpläne erstellen und du kannst das Ganze im Webbrowser, aber auch in der App nutzen. Es gibt auch eine Möglichkeit, über die Kryptowährungen was zu lernen. Es gibt einen Blog, es gibt eine Akademie, da kannst du einfach schauen und auch teilweise Fragen beantworten, also so ein kleines Quiz machen, um zu schauen, ob du schon einiges über Kryptowährungen weißt, oder du abonnierst einfach meinen Kanal, weil hier lernst du natürlich auch regelmäßig was. Ansonsten hier noch eine kleine Anleitung, wie du loslegen kannst: registrieren, verifizieren, einzahlen und traden. Das ist wirklich so einfach, aber auch das ist heutzutage nichts mehr Außergewöhnliches. Wir schauen jetzt einmal hier zu den Features. Du hast hier zum Beispiel die Sparpläne, die haben wir uns ja eben schon einmal kurz erwähnt. Dann hast du Swap, du kannst alles tauschen, soweit auch schon erklärt, und du hast auch noch mal hier Bitpanda Pay, dass du hier Rechnungen bezahlen kannst oder Geld verschicken kannst, und du hast dann auch noch hier die Best Rewards. Die Best Rewards, kurz erklärt, sind einfach Belohnungen, die du in der hauseigenen Kryptowährung bekommst, und du musst auch die Kryptowährung halten, um bestimmte Level zu erreichen, damit du hier möglicherweise bessere Belohnungen oder Prozente bekommst. Du siehst dann hier zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du hingehst und sagst, ich möchte hier Level 1 erreichen, dann musst du 10 Best kaufen und hast dann eben diese Konditionen, oder Level 2, da brauchst du schon 1000, und da finde ich die Hürde doch recht hoch, und gerade bei 5000, 10.000 und 50.000 ist es eine recht hohe Summe, was auch schnell ins Geld gehen kann. Du siehst hier, welche Privilegien du dafür bekommst. Du musst natürlich hier für dich entscheiden, ob sich das Ganze lohnt, weil das Ganze selbstverständlich weder eine Anmelde noch eine Anlageberatung ist. Wir schauen jetzt weiter zur nächsten Funktion, und zwar gibt es hier auch natürlich ein Staking. Du kannst bis zu 13,5% erhalten, und du siehst auch noch hier keine Login-Fristen, wöchentliche Rewards, das Ganze ist bequem und automatisch. Du siehst auch ein paar Zinsen hier, und ansonsten hast du auch noch mal hier die gleiche Tabelle, wo du hier unten die Staking Rewards siehst, wo du eben hier die verschiedenen Boni erhältst. Ob sich das Ganze lohnt, das musst, wie gesagt, du selber entscheiden. Jetzt gehen wir wohl zu dem interessantesten, und zwar zu der Visa-Karte. Das Ganze ist selbstverständlich eine Cashback-Karte, dazu aber gleich mehr. Du siehst hier, wie die Karte aussieht. Ich persönlich finde, dass sie optisch sehr gut aussieht. Sie macht einen wertigen Eindruck. Als ich sie bestellt hatte, hatte ich sie innerhalb von 2 Wochen auch schon daheim und konnte loslegen. Du kannst sie über die App aktivieren, das funktioniert auch alles einwandfrei. Du siehst auch, dass du gefühlt mit allem bezahlen kannst. Du kannst es dann hinterlegen, mit was
du zahlen möchtest, und dann geht es auch schon los. Du kannst hier einmal dein Main Asset, also deine Hauptwährung, hinterlegen. Ich empfehle dir da eher Fiat-Währungen, weil beim Swappen bzw. Verkaufen Gebühren entstehen und du das Ganze natürlich auch steuerrechtlich beachten musst. Und du kannst aber auch hier noch so eine Backup-Ebene eröffnen, wo du dann sagst, falls das Asset hier leer ist und du damit nicht zahlen kannst, dann kannst du mit dem zweiten bezahlen. Also schön praktisch, wenn du an der Kasse stehst und auf einmal sagst, oh, ich habe vergessen, meine Euros aufzuladen, aber zum Glück habe ich zum Beispiel noch ein paar Dollars rumliegen. Ansonsten unterstützt das Ganze Google Pay, Samsung Pay und, falls du meine Nachrichten schaust, seit kurzem auch Apple Pay. Du siehst auch hier eben das erwähnte Cashback. Und hier kommt es drauf an, wie viel Best du hältst, denn je mehr Best du hältst, desto mehr Cashback bekommst du, aber nur 0,5 bis maximal 2%. Und wenn du mal bedenkst, dass du bei der höchsten Stufe 50.000 Best halten musst und dafür gerade mal 2% Cashback erhältst, ist das Ganze doch nicht wirklich viel. Das Ganze ist selbstverständlich zuverlässig und sicher. Das Ganze ist, wie gesagt, auch eine sehr angenehme App. Da kann ich auch nichts Schlechtes drüber verlieren. Aber im Endeffekt einfach schade, dass du hier so viele Best halten musst, um hier wirklich die besten Prozente zu erhalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Staking. Ansonsten war es das hier mit den großen Features und Möglichkeiten von Bitpanda. Jetzt einmal kurz zu meinem Fazit. An sich eine wirklich sehr gelungene Börse, weil du wirklich alles sehr einfach in eine App hast. Du hast sogar eine Karte mit Cashback, aber nicht wirklich lohnenswert, gerade wenn du nicht viel Geld investieren möchtest. Weiter hast du hier natürlich auch hohe Kauf- und Verkaufgebühren und deswegen ist Bitpanda meiner Meinung nach einfach nicht die optimale Börse für jedermann. Die Börse ist wirklich nur interessant, wenn du sagst, ich möchte alles in eine App haben, ich möchte vielleicht auch unbedingt etwas aus dem europäischen Raum und ich möchte vielleicht auch noch hier die anderen Punkte nutzen, wo du sagst, ich möchte vielleicht in Aktien, ETFs oder vielleicht Edelmetalle investieren und du dann sagst, okay, ich nehme hier wirklich diese hohen Gebühren in Kauf, damit ich hier das Ganze nutzen kann. Das musst aber alles du selber für dich entscheiden. Für mich sind die Gebühren aber einfach viel zu hoch und deswegen, wie du weißt, habe ich mich inzwischen distanziert und nutze hier inzwischen ganz andere Börsen. Das soll es jetzt mit der Vorstellung von Bitpanda gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir helfen zu entscheiden, ob Bitpanda für dich die richtige Börse ist. Deine Meinung natürlich gerne einmal in die Kommentare und auch, ob du vielleicht hier Bitpanda nutzt oder nutzen möchtest und dann können wir einfach uns hier ein wenig austauschen. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.